Hier haben wir die All-Inclusive-Karte und dann gibt es hier in dem Rio aber nochmal eine No-Inclusive-Karte. Die guten Cocktails, guten Getränke, die kosten alle extra. Man muss dann schon schauen, es gibt jede Menge beim All-Inclusive mit dabei, aber nach dem zweiten Tag kann man hier nichts mehr trinken, weil es katastrophal schmeckt. Ich habe jetzt schon 3 Tage nur noch Soda getrunken. Und ein kleiner Dip, der Mastic, das ist der einzigste Schnaps, den man, glaube ich, noch trinken kann. Und das andere ist dann die Bar mit Cocktails. Und die kostet dann extra. Bulgarisches bessere Bier. Ein guter Rotwein. Klasse Cocktails, da geht es bei 7, 3,50 € geht es dann los. Mit gutem Champagner und alles. Whisky 6,20. Das ist dann doch schon ein bisschen.